Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Freundinnen und Freunde des Stadtgeschichtlichen Museums, es ist wieder Mittwoch und wir melden uns mit einer neuen Folge von Museum Digital. Heute noch so ein bisschen im sommerlichen Outfit, aber wir haben uns hier gut schattig versteckt bei uns in der Bibliothek. Heute aber nicht mit unserem Bibliothekar Marco Kuhn, den Sie schon mal erleben konnten, sondern an meiner Seite sitzt Edgar Fülle. Er ist bei uns Bundesfreiwilliger und zwar hier in der Bibliothek. Herr Fülle, was war denn der Plan, Bundesfreiwilliger zu werden und wie sind Sie zu uns ins Museum gekommen? Ja, also zum Ersten habe ich das Ganze direkt nach dem Abitur gemacht, also klassisches Gap Year, wie man das nennt. Ich wollte mich ausprobieren und ja, so zu Schulzeiten hat sich bei mir ziemlich schnell rauskristallisiert, dass ja, Geschichte so mein Fach ist, für das ich mich sehr interessiere. Also, auch im Privaten einfach immer viel ja, dazu gemacht und ja, dann habe ich halt geguckt, was ist denn da naheliegend, wo kann man denn da praktisch was machen und ja, kam dann eben dahin, dass ich gesagt habe, Museum würde mich sehr interessieren und zum anderen hat sich das dann eben hier in Leipzig auch gut angeboten, einfach weil unser Museum ja wirklich auf die Stadtgeschichte spezialisiert ist und ja, in meinem Zuge des Herzogs, also in diese Stadt. Sie sind aus Weimar eigentlich. Genau, ich bin aus Weimar eigentlich. Ja, war das einfach eine coole Möglichkeit, weil ich habe halt auf der einen Seite eben konnte ich meine, naja, meine Interessen weiterverfolgen, aber hatte auch die Möglichkeit, direkt über die Stadt sehr, sehr viel Wissen mir anzueignen, sodass ich jetzt, wenn ich mit Leipzigern rede, oft schon mehr weiß in manchen Punkten als ja, die Gebürtigen eigentlich. Das ist natürlich der große Schatz, wenn man in der Bibliothek ist, ne, mit den ganzen Wissensspeichern hier. Ja. Jetzt haben Sie ja gesagt, wir sind ein großes arbeitsteiliges Haus, aber Sie sind in der Bibliothek gelandet. Wie muss man sich so einen Bundesfreiwilligendienst, der kann ja ganz unterschiedlich sein in den verschiedensten Bereichen. Was haben Sie hier vor allem gemacht? Also es ist in dem Sinne eben da, die Bibliothek mit dem Haus sehr stark zusammenarbeitet. Eben ja, fällt es aus der klassischen Bibliothek doch raus. Wir haben, also mir als Bundesfreiwilligendienstleister gab es viele Rechercheaufträge, bei denen ich dann mitgeholfen habe. Wir haben auf der anderen Seite auch ein bisschen mal für die Internetseite kleine Sachen gemacht, wo ich mitgeholfen habe. Klar kommt eben auch mal dazu, dass dann Bücher von Benutzern weggeräumt werden. Und auf der anderen Seite, also ich bin ja nicht nur in der Bibliothek, sondern auch in der Fotothek als Hilfe. Und da ist dann eben so, dass ich für unsere Sammlungsdatenbank eben auch Objekte aufgenommen habe. Das heißt, da haben Sie sich richtig eingelernt in die Museumssoftware. Genau, in die Museumssoftware. Das ja, wurde mir dann von der Dokumentation, vom Leiter der Dokumentation ja, beigebracht und ja, dann natürlich mit ein paar Starthilfen gezeigt, wie es funktioniert. Und dann habe ich mich da über die Zeit eingearbeitet. Also inventarisieren tut nicht weh, das kann man lernen und das kann sogar Spaß machen. Ja. Jetzt haben Sie uns ja ein bisschen was mitgebracht. Sie haben ja ganz verschiedene Dinge gemacht, ja, aber eben auch ein paar Sachen etwas intensiver gearbeitet. Was haben Sie uns mitgebracht? Also das ist jetzt ein Auszug aus einer Fotoserie zur sowjetischen Besatzungszone und der Arbeit der Volkssolidarität hier in Weimar, Entschuldigung, hier in Leipzig natürlich, zu dieser Zeit. Und ja, das ist jetzt hier, wird zum Beispiel Trümmerteile, die noch irgendwie verwendet werden können, also es ist eine Fotoreihe darüber, wie diese eben gesichert werden, mitgenommen werden, abgetragen werden. Und die haben Sie erstmals erschlossen, oder? Genau, die waren noch gar nicht erschlossen. Da kam dann eben vom Leiter der Fotothek der Aufruf, ja, das ist wichtig, da haben wir relativ häufig Anfragen zu, kannst du das mal machen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, klar. Und in dem Zuge kommt man halt auch wieder dazu, als ja eben dann doch nicht kundiger über diese ganzen Themen, dass man auch mal recherchieren muss. Und so hat sich dann eben auch mein Wissen um Leipzig und auch vor allem dann für diese Zeit auch nochmal weiter erschlossen. Also, dass ich da auch nochmal viel lernen durfte. Genau, und das ist jetzt, also ein Auszug sind um die 150 Mappen gewesen, ja, mit 1 bis 4 Fotos. Da hatte ich schon auf jeden Fall über längere Zeit mit zu tun, aber doch sehr interessant, also weil es auch vielfältig einfach war. Also da geht's, gibt es einfach Trümmerfotos, ja, Bilder der Zerstörung in Leipzig, bis hin eben dazu, wie ja, junge Leute eben ihre Ausbildung zum Beispiel beginnen in verschiedenen Handwerken.
Und ja. Und dann haben wir hier noch eine ganz besondere, sieht auf den ersten Blick wie eine Kamera aus. Ja, ist auch eine Kamera. Mhm. Und zwar, ja, da waren wir bei einer Wohnungsauflösung, bei einer privaten, das ich auch mal mitbegleiten durfte, was sehr interessant war. Also, ja, man könnte schon eigentlich von einer Privatbibliothek sprechen, was wir da vorgefunden haben. Ja, genau, und da sind eben auch diese Kameras uns ins Auge gefallen, die sehr interessant aussahen. Und hierbei war es spannend sogar, dass... Ja, es standen zwar immer mal Sachen zur Firma zum Beispiel drauf, aber dieses Kameramodell zum Beispiel ist sehr, sehr selten. Also ich habe jetzt leider die genaue Betitelung nicht mehr im Kopf, Entschuldigung. aber das ist zum Beispiel ein Modell, was eigentlich nur 3 Jahre produziert wurde und sozusagen noch einen großen Bruder hat, der dann später produziert wurde, der eigentlich relativ bekannt ist dann wieder. Dann aber zu dieser Kamera speziell Sachen zu finden, war dann auch eine kleine Herausforderung, aber die mir dann da, glaube ich, doch ganz gut gelungen ist. Das heißt, da hat man auch mit technischem Interesse, kann man auf jeden Fall was reinbringen. Genau. Das sind ja oft Dinge, wo man dann sozusagen notfallmäßig irgendwo hinkommt, wo ausgeräumt werden muss. Ja. Auch das ist eine große Arbeit für uns, da aufzupassen, wo wir immer traurig sind, wenn es mal nicht gelingt, aber umso erfreuter sind, wenn wir eben einen wichtigen Bestand retten können. Ja. Herr Fülle, jetzt werden Sie uns leider Ende September verlassen. Mhm. Leipzig werden Sie nicht verlassen, habe ich gehört. Wie geht es denn mit Ihnen weiter und was nehmen Sie sozusagen aus unserem Museum als Bundesfreiwilliger mit? Ja, also zum einen, also ich bewerbe mich gerade für Studiengänge an der Universität Leipzig, einmal Soziologie und einmal Geschichte, damit ich dann auch noch gucken kann, wo ich dann doch mehr Lust drauf habe, wenn beides im Optimalfall klappt. Und was ich halt auf jeden Fall mitnehmen kann, ist die Recherche einfach. Also wir haben hier so viel Recherchearbeit gemacht, dass ich da, sag ich mal, auch über diesen Schulhorizont auf jeden Fall sehr weit hinausgekommen bin, viel mehr Ideen auch für Quellen einfach habe und ja, sag ich mal, da auch so eine Art Workflow gefunden habe einfach, wie ich da an meine gewünschten Informationen rankomme. Ja, der Geschichte bleibe ich treu in dem Sinne, dass es auch jetzt mein, also das Freiwilligenjahr doch mich da auch sehr bestärkt hat einfach, dass ich da gesehen habe, okay, da kann man wirklich viele coole Sachen auch mitmachen, die ja, mich dann doch so erfüllen. Genau, das sind erstmal grundlegend die Sachen, so die ich da mitnehmen kann. Und natürlich auch viele soziale Kompetenzen einfach hier erlernt, also von wie gehe ich mit verschiedenen Leuten um, man lernt viele verschiedene Charaktere kennen. Natürlich hier im Haus der Vorteil, dass alle super freundlich sind und das Umfeld hier auch sehr gut ist einfach. Aber ja, so einfach alles, was man da jetzt mal eigentlich sich wünschen könnte nach der Schule, was man noch so zu erlernen hat, um so ein bisschen vorbereitet zu sein für den weiteren Weg, konnte ich, glaube ich, gut mitnehmen. Dann freuen wir uns sehr, dass es so ein toller Bundesfreiwilligendienst war, der uns eben auch viel gebracht hat. Man sieht auch, also es geht nicht darum, Dinge zu machen, die keiner braucht, sondern bei uns ist man echt gefordert und wir haben 2 bundesfreiwilligen Positionen im Haus, eine hier in der Bibliothek und eine auch in der Vermittlung, also da freuen wir uns auch immer wieder, wenn wir neue, junge Leute bekommen und wenn es so gut läuft, ist es wunderbar. Für heute genug, es wartet noch genug Arbeit auf uns und bis zum nächsten Mal.